What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Infovideo. Gestern habe ich euch ja schon über das große Waffen-Update berichtet. Das heißt, ich habe euch die ganzen Waffen-Patches aufgelistet. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, es ist oben in der Infobox verlinkt oder ihr schaut einfach auf meinem Kanal nach. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir auf dieses Video nochmal über 30 Likes schaffen wie bei dem letzten Video. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Denn heute geht es um die Spezialisten-Anpassungen und Score-Streaks-Anpassungen, also Punkteserien-Anpassungen. Denn nicht nur die Waffen wurden verbessert, sondern auch unsere heißgeliebten Spezialisten, meine Freunde. Fangen wir direkt bei dem guten Reaper an mit seiner Sense, denn der hat seine Munition von 120 auf 100 Kugeln reduziert bekommen in der Sense. Das heißt, er wurde hier ein bisschen genervt. Dafür wurde aber die Verdienstrate für die Spezialistenfähigkeit erhöht. Das heißt, man verdient diesen Spezialisten jetzt schneller. Das heißt, man hat schneller wieder die Sense regeneriert. Beim Outrider wurde die Bewegungsgeschwindigkeit herabgesetzt. Dafür wurde aber die Wiederherstellungsgeschwindigkeit nach dem Sprint erhöht. Und auch die Anzahl der Pfeile des Outriders wurde von 8 auf 10 aufgestockt. Beim Spektre wurde die Spezialisten-Power reduziert. Ich denke mal, dass das heißt, dass man jetzt nicht mehr so oft messern kann. Was anderes kann ich mir damit eigentlich nicht erklären. Also ich kann mir jetzt nur so vorstellen, dass jetzt der gelbe Kreis, der unten immer leuchtet, wenn man die Spezialistenfähigkeit aktiviert hat, vielleicht schneller abläuft oder nicht mehr so groß ist und man nicht mehr so oft messern kann, bevor er weg ist. Dann wurde beim Ruin die Punkteverdienstrate für die Spezialistenfähigkeit erhöht. Auch beim Nomad wurde diese Verdienstrate erhöht. Beim Firebreak wurde diese Punkteverdienstrate reduziert. Das heißt, ihr habt jetzt den Firebreak nicht mehr so oft in einem Spiel. Und auch bei der Battery wurde die Punkteverdienstrate für seine Spezialistenfähigkeit reduziert. Das waren auf jeden Fall die Patches für die Spezialisten. Schreibt auf jeden Fall jetzt mal eure Meinung zu diesen ganzen Sachen in die Videobeschreibung. Ihr habt ja bestimmt schon Erfahrungen jetzt im Laufe des Tages damit gemacht. Dann haben wir noch ein paar interessante, wirklich sehr interessante Patches bei den Punkteserien. Beim Donnerkrollen wurde nämlich die Drohnenanzahl erhöht und die Eintrittsgeschwindigkeit wurde erhöht. Das heißt, Donnerkrollen wurde insgesamt nochmal ein gutes Stück aufgebufft. Bin auf jeden Fall gespannt, wie stark es jetzt geworden ist. Und die Reps haben zwei Buffs erfahren. Und zwar sind zum einen die Anzahl der Drohnen pro Abwurf erhöht worden. Das heißt, es gibt jetzt mehr Reps. Und die Bewegungsgeschwindigkeit von diesen Reps wurde erhöht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch einen kleinen Buff bei dem Perk Anzahlung. Das ist das Perk, das dir am Anfang so einen kleinen Bonus gibt. Das heißt, du hast schon ein paar Punkte zur Streak dabei, obwohl du noch nichts gemacht hast. Das war vorher 100 Punkte. Jetzt bekommt man 150 Punkte am Anfang der Runde immer geschenkt, wenn man Anzahlung dabei hat. Das war's auch schon wieder von diesem kleinen Informationsvideo zum neuen Update von Black Ops 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare und ich würde mich extrem freuen, wenn wir wieder wie im letzten Video über 30 Likes schaffen. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Das zeigt mir auch, dass das ankommt, was ich hier so treibe vom Computer. Und dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde, abonniert für mehr und bis zum nächsten Part.